Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe von Hohem die Hohem Go zur Verfügung gestellt bekommen. Oder beziehungsweise wurde gefragt und ich habe gesagt, ja, würde ich gerne vorstellen wollen. Deswegen werdet ihr auch irgendwo Werbung sehen, weil mir das gratis zur Verfügung gestellt wurde. Ich bekomme jetzt kein Geld dafür oder irgendwas dergleichen. Einfach nur wurde gefragt und ich fand das Prinzip richtig geil. Weil Hohem hat ja auch die Gimbals gemacht. Die haben euch ja auch schon super gefallen. Dann wird euch das vielleicht noch mehr gefallen. Ja, komm. Wir machen auch erstmal ein Unboxing. Hardware und Hardware-Check kommt dann als später natürlich. Erstmal alle testen und dann werde ich es. Also erstmal anschließen, gucken, testen. Und dann werde ich es ein paar Mal benutzen und dann. Mike natürlich noch mein Fazitvideo, logischerweise. Ich muss mal gucken, was da alle drin ist und wie das geht und so. Ihr seht das schon. Da kommt die Kamera nämlich raufgestellt. So, und dann haben wir hier Hohem Go. Hier haben wir dann natürlich die Anleitung in Chinesisch, Englisch. Gucken wir mal, was sind da? User Manual, Benutzerhandbuch, auch Deutsch ist mit bei. Also Englisch, Japanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch. ES ist Spanisch, KR Koreanisch, RU ist Russland, genau. Und wir brauchen Seite 9 bis 12. Auch wieder selbsterklärend sein, denke ich mal. Hm. Ihr seht da denn, man kann die Kamera halt, das Handy halt hochkant. Ich zoome mal ein Stück rein. Man kann so hochkant oder liegend reinlegen. Ihr seht das auch. Man kann drehen. Hm. Und dann hier USB-C. Ja. Da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder eine App. Ja. Nee, das ist die Facebook-Gruppe. Nee, das scheint wohl ohne App zu funktionieren diesmal. Nee, kann ja gar nicht. Man muss ja irgendwie gesteuert werden. Oh, die Gestensteuerung ist auch wieder mit bei. Die ist so heftig. Das ist richtig geil. Hier haben wir dann schon wieder das nächste. Garantie. Bedienungsanleitung. Die automatische KI-Funktion auch ohne das Aktivieren von Bluetooth funktioniert. Koppeln. App. Okay. Das muss ich mir dann gleich mal in Ruhe durchlesen. So, hier haben wir dann praktisch ja auch nochmal auf dem Deckelchen alles beschrieben. Und hier ist auch nochmal die Gestensteuerung. Die funktioniert wirklich super. So, hier haben wir das Gerätchen. Na. Hier ist dann auch nochmal ein USB-C-Kabel drin für Strom. Jetzt bin ich noch beim Rinsum. So, Stück raus. So. Hier ist halt der USB-C-Kabel noch mit bei. Und hier ist das Gerätchen.
Ah, hier kann man... Ah, okay. Ein Stellrad. Je nachdem, wie dick das Handy ist. Also auch dicke Handys. Oder wenn man eine dicke Hülle hat, würde das dann praktisch hier passen. Weil wir können das dann praktisch hier kleiner machen. Die Kamera zeigt jetzt natürlich nach unten. Weil sie ist ja jetzt gerade nicht in Benutzung. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es silbern ringsherum ist. Dass man sich da so ein bisschen drin spiegelt. Falls man halt Achso, nee, man sieht ja sowieso den Bildschirm vom Handy. Ah, mein Fehler. Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. Man kann sie hier anmachen, dann leuchtet Blow. Aus. Hier zum Laden. Man kann sie auch auf dem Stativ machen, aber wir haben auch hier einen Gummiring ringsherum, damit es stabil sitzt. Ja, oder halt hier mit so einem normalen, mit so einer normalen Schraube. Ich weiß jetzt nicht, wie die Größe heißt. Die ist genau die gleiche, wie auf dem Stativ drauf ist, beziehungsweise für Kameras ist und so. Und dann könnte man praktisch das auch so auf dem Stativ stellen und dann, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Kamera ist und wie das aussieht und wie das alles gleich funktionieren wird. Also nicht viel mit bei. Wir haben das Gerät mit bei. Wir haben den USB-C-Kabel mit bei und wir haben eine Anleitung mit bei und das war doch schon. Auch alles super verarbeitet. Ich bin echt gespannt. Und dann würde ich sagen, ja, das war's für das Unboxing. Ein kurzes, knackiges Unboxing. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Wenn wir das aufbauen werden, testen werden, dann muss ich noch gucken, ob ich so filme oder halt von der Seite, damit ihr dann halt, am besten wäre halt von der Seite, dass ihr mir seht. Ja. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.